und es ist eine Ironie des Schicksals. Ja, na, oder vielleicht ist es ausgleichende Gerechtigkeit. Jedenfalls ist es der Fluch der bösen Tat, der sie einholt. Dass diese Anatomie des ÖVP-Netzwerks aus Postenschacher, Protektionismus, Nepotismus und Schamlosigkeit obendrauf, dass die ausgerechnet auffliegt im sogenannten Ibiza-Untersuchungsausschuss, den Sie konzipiert haben als Richtstätte über die Freiheitliche Partei. Das ist ja in der Zwischenzeit eine Art Zirkus für die Schweinereien der Österreichischen Volkspartei geworden. Eine nach der anderen wird exhumiert und wir sind noch lange nicht fertig, auch wenn ihr verhindern wollt, dass diese Ausschüsse tagen. Es wird euch nicht gelingen. Meine Damen und Herren, es ist mir wichtig, das einmal zu sagen. Das, was Strache im Suff auf Ibiza fantasierend von sich gegeben hat, hochnotpeinlich, zugegebenerweise, ja, aber er hat nichts verbrochen. Und während Sie mit dem Finger auf ihn gezeigt haben, während Sie sich moralisch entrüstet haben in immer neuen Kapriolen, im Verbund mit dem Herrn Bundespräsidenten, während Sie Rücktritte gefordert haben, haben Sie zur selben Zeit, Sie, Herr Blümel, der Herr Kurz, der Herr Schmidt, der Herr Sobotka und alle, wie Sie da dazugehören, jede Minute Ihres Schaffens, jede Stunde Ihrer politischen Tätigkeit, jeden Tag ihrer Ausübung der Amtsgeschäfte als Amtsträger in dieser Republik, Postenschacher, Einflussnahme und Käuflichkeit gelebt und ihre ÖVP oder Kurz AG umgesetzt in dieser Republik. Was ist das für eine elende Heuchelei? Und ich kann Ihnen sagen, die Strafe, die wird Sie ereilen, die wird Sie einholen. Wir sind jetzt in der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten. Ich lege Ihnen die Apostelgeschichte mit einem Zitat ans Werk. Siehe die Füße, August, siehe die Füße derer, die dich hinaustragen, stehen schon vor der Tür. Und es sind die Füße der Justiz, die vor ihrer Tür stehen, die Sie nicht abhacken haben können, indem Sie die Justiz als Putschisten bezeichnen, dafür, dass Sie Ihre Arbeit machen, indem Sie bei Ihnen einmal hinter die Fassaden schauen. Und es sind vor allem die Füße der Wählerinnen und Wähler, die dieses Geschäft erledigen werden, sie vor die Haustür hinauszutragen. Und ich würde mir wünschen, dass auch die Füße der Medien, die sich daran beteiligen, etwas zahlreicher werden und dass man die Beißhemmung ablegt und dass man sich nicht anfüttern lässt und Teil dieser Kurz AG wird, sondern in der Dimension und Breite über die Skandale berichtet, die den Skandalen auch gerecht werden. Dann steht eh nichts mehr anderes in der Zeitung.